Nachrichten des Tages. Heute mit Jana Pareigis. Herzlich willkommen an diesem Sonntagabend. Fußball und Football gibt's von Rudi Zerne. Ja, nachher mehr dazu. Schönen guten Abend. Schauen wir auf die großen Themen heute. Was tun gegen das Leid? Während die Kämpfe im Gazastreifen weitergehen, suchen der US-Außenminister und der Palästinenserpräsident eine diplomatische Lösung. Ende einer Geiselnahme, 18 Stunden Ausnahmezustand am Hamburger Flughafen. Dann lässt ein Vater seine eigene Tochter frei und ergibt sich. Ein Ei, zwei Teams, viel Kommerz. In Frankfurt steigt das Spitzenspiel der amerikanischen Football League, die sich davon mehr Fans in Übersee verspricht. Seit fast 4 Wochen sind die rund 240 Geiseln in den Händen der Terrormiliz Hamas. Um die Bedingungen für mögliche Freilassungen von Geiseln zu verbessern und humanitäre Unterstützung nach Gaza zu bringen, hat sich US-Außenminister Blinken für eine vorübergehende Feuerpause ausgesprochen. Er ist derzeit im Nahen Osten. Über die aktuelle Kriegslage berichtet Henriette de Maizière. Schritt für Schritt dringen israelische Soldaten tiefer in den Gazastreifen vor. Bilder des israelischen Militärs, die den Erfolg zeigen sollen. Auch die Angriffe aus der Luft gehen weiter. Unser Team in Gaza filmte heute diese Bilder. Laut Angaben der Hamas starben in der vergangenen Nacht mindestens 38 Menschen bei einem Angriff auf ein Flüchtlingsviertel. Weitermachen, bis wir sie besiegen, beschwor Israels Ministerpräsident Netanyahu heute Soldaten bei einem Truppenbesuch. Er sagte, wir haben keine Wahl. Ich möchte euch eindeutig sagen, was wir nicht tun werden. Es wird keine Waffenpause geben ohne die Rückkehr der Entführten. Das kann man gleich streichen. Wir sagen das sowohl unseren Feinden als auch unseren Freunden. Und spielt damit auf US-Außenminister Blinken an, der heute in Ramallah war und mit Palästinenserpräsident Abbas zusammentraf. Abbas fordert eine sofortige Waffenruhe. Blinken lehnt dies als Stärkung der Hamas ab, setzt sich für örtlich begrenzte Kampfpausen ein. Währenddessen protestieren in Ramallah die Menschen, werfen den USA vor, Israel blind zu unterstützen. Heute ist die Botschaft des palästinensischen Volkes völlig klar. Unser gesamtes Volk steht standhaft mit Widerstand und im Kampf gegen den Völkermordkrieg, der durch die israelische Besatzung und mit Unterstützung der amerikanischen Regierung geführt wird. US-Außenminister Blinken reiste am Abend weiter in die Türkei. Diplomatie im engen Takt. Weltweit sind Hunderttausende bei pro-palästinensischen Demonstrationen auf die Straße gegangen. In Washington forderten gestern Zehntausende eine sofortige Waffenruhe. Und die USA sollten die Hilfszahlungen an Israel einstellen. In Griechenland zogen Demonstrierende heute vor das Parlament in Athen. Und in Jakarta in Indonesien verlangten Hunderttausende ein Ende der israelischen Angriffe. Auch hochrangige Politiker nahmen an der Kundgebung teil. Aber auch aus Solidarität mit Israel sind heute wieder Menschen auf die Straße gegangen. In Berlin nahmen nach Polizeieingaben etwa 450 Menschen an einem Demonstrationszug teil. Sie erinnerten an den Überfall vor einem Monat, bei dem Hamas-Terroristen mindestens 1.400 Menschen gefoltert und getötet sowie rund 240 weitere entführt hatten. Die Geiselnahme am Hamburger Flughafen ist beendet. Nach 18 Stunden hat der 35-jährige Geiselnehmer aufgegeben. Hintergrund ist offenbar ein Sorgerechtsstreit. Der bewaffnete Mann war gestern Abend mit seinem Auto und seiner 4-jährigen Tochter auf das Vorfeld des Flughafens gerast. Der Flugbetrieb wurde komplett eingestellt. Steffen Wachs mit den Einzelheiten. Der Vater verlässt den Wagen nach mehr als 18 Stunden, zusammen mit der 4-jährigen Tochter. Ihre Mutter wartet bereits im Terminal. Die Polizei hatte ständig Sichtkontakt und kommunizierte über ein Handy mit dem 35-Jährigen im Auto. Ja, das Kind ist von uns in Obhut genommen worden und den ersten Eindruck, den wir jetzt hatten, ist, dass das Kind ganz gut drauf ist. Gestern Abend durchbricht der Mann ein Tor zum Rollfeld des Flughafens, wirft Brandsätze, schießt mehrmals mit einer Waffe in die Luft und rast in die Nähe einer Maschine, die gerade starten sollte. Die Menschen mussten in den Flugzeugen bleiben oder die Terminals verlassen. Dann wurden wir zurückgerufen, saßen da irgendwie 2,5 Stunden oder 3 im Flieger. 5 Minuten vor dem Abflug, sofort alle raus, Flughafen verlassen. Wahrscheinlich läuft heute gar nichts mehr. Wir müssen wahrscheinlich die Nacht heute hier bleiben.
Der gesamte Flughafen wird evakuiert. Reisende müssen in Hotels übernachten. Der Grund für die Entführung offenbar ein Sorgerechtsstreit. Der Vater forderte, in die Türkei ausgeflogen zu werden. Schon einmal, so die Polizei, habe er sich mehrere Monate mit seiner Tochter unerlaubt in der Türkei aufgehalten. Warum er es geschafft hat, auf das Rollfeld zu gelangen, werden Flughafen und Bundespolizei nun klären müssen. Wir erfüllen die technischen Vorgaben und auch die gesetzlichen Vorgaben. Und nun werden wir natürlich mit den Behörden, mit den zuständigen Sicherheitsmenschen vor Ort auch noch mal schauen, was muss eventuell angepasst werden. Hier sollten heute 286 Maschinen starten und landen. Die Terminals sind wieder offen. Es werde aber noch zu erheblichen Streichungen und Verzögerungen im Flugbetrieb kommen. Mit großer Spannung wird das Treffen morgen in Berlin von den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten mit dem Kanzler erwartet. Dabei wird es vor allem um den Umgang mit Geflüchteten sowie die Migrationspolitik gehen. Die Bundesländer pochen auf mehr Geld vom Bund und sie wollen, dass weniger Geflüchtete nach Deutschland kommen. Mehr von Andreas Hubert. Flucht übers Mittelmeer. Die Zahl der Boote, sie will nicht abreißen. Die italienische Insel Lampedusa an diesem Wochenende. Wieder kommen Flüchtlinge zu Dutzenden aus Afrika und Asien. Ihr Ziel, Europa. Es kommen mehr als im letzten Jahr, es sterben mehr als im letzten Jahr. Es liegt nicht an den Seenotrettern, sondern daran, dass wir keine Einigungen mit afrikanischen Staaten haben. Und daher brauchen wir sichere Drittstaatslösungen. Ohne Einigungen mit afrikanischen Staaten ist die Zahl der Kommenden nicht zu reduzieren. Auch in Deutschland steigt die Zahl der Flüchtlinge stetig. Schon längst schlagen Städte, Kommunen und die Länder Alarm. Wir erwarten uns jetzt den nächsten Schritt von der Bundesregierung. Das ist die Beteiligung an den finanziellen Lasten, die die Zuwanderung und die Migration mit sich bringt und die insbesondere bei der kommunalen Familie aufschlägt. Deshalb haben die Bundesländer in ihren Forderungskatalog an den Kanzler konkrete Zahlen hineingeschrieben. Sie fordern eine Pauschale von 1,25 Milliarden Euro pro Jahr plus 10.500 Euro für jeden Flüchtling. Außerdem sollen verschärfte Grenzkontrollen, beschleunigte Asylverfahren und konsequentere Abschiebungen die Zahl der Flüchtlinge in und nach Deutschland begrenzen. Auch künftig statt Bargeldleistungen Sachleistungen zu gewähren, wird diskutiert. Von Bargeldleistung auf Sachleistung umzustellen, das gibt es schon seit einiger Zeit. Das können die Länder, die Landkreise machen. Und ich bin dafür, dass da morgen ganz pragmatisch drüber geredet wird, ob man das Ganze ausweiten kann und sogar zu bundeseinheitlichen Modellen kommt. Morgen ab 15 Uhr im Kanzleramt das Bund-Länder-Treffen auf der Suche nach Lösungen beim großen Streitthema Migration. Und das ganze Interview mit SPD-Chef Klingbeil gleich nach uns in Berlin direkt. Nach Nepal. Dort mussten nach dem schweren Erdbeben am Freitagabend tausende Menschen die zweite Nacht bei bitterer Kälte im Freien verbringen. Internationale Hilfsorganisationen kündigten derweil ihre Unterstützung für die Überlebenden an. Bei dem Beben waren mindestens 157 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 100 wurden verletzt. Viele Gebäude waren durch das Erdbeben eingestürzt. Erneut haben schwere Unwetter die mittelitalienische Region Toskana heimgesucht. Nach Stürmen und heftigen Regenfällen in der Nacht sind weite Gebiete überflutet. In mehr als 16.000 Haushalten gibt es keinen Strom. Einige Dörfer mussten evakuiert werden. Seit Donnerstag sind bei den Unwettern in der Region mindestens 7 Menschen ums Leben gekommen. Und jetzt kommen wir zum Sport. 0:4 verloren im eigenen Stadion. Borussia Dortmund ist von den Bayern ja ziemlich wirklich überrumpelt worden, Rudi. Ja, absolut. So was nennt man gern mal eine Lehrstunde mit H natürlich. Es war eine Machtdemonstration, mit der Borussia Dortmund regelrecht gedemütigt wurde. Mann des Abends bei dieser Bayern-Gala war mal wieder Harry Kane, der gleich dreimal traf. Zum dritten Mal in dieser Saison. Das 134. Duell von FCB und BVB, eines der einseitigsten jemals, mit einem unersättlichen Harry Kane. Der Führungstreffer bereits nach 3 Minuten. Ecke Sané und Upamecano per Kopf. Bayern legt nach, 8 Minuten gespielt, Goretzka mit Ball und Sané schneller als die Schwarz-Gelben. Harry Kane zum 2:0. Reus mit Dortmunds bester Chance nach der Pause. Treffsicherer die Bayern, Harry Kane ganz allein mit seinem 2. und 3. Treffer, der Matchwinner beim klaren 4:0-Sieg. Der Engländer mit 15 Treffern nach 10 Spielen, bester Torschütze der Liga. Erfolg auch für die Frauen des FC Bayern München. Nach einem knappen Sieg im Topspiel konnten sie die Tabellenführung erobern. Die Meisterinnen setzten sich mit 2:1 gegen die DFB-Pokalsiegerinnen vom VfL Wolfsburg durch.
Und das gibt's nicht so oft. Die National Football League hat ein Gastspiel in Deutschland. In Frankfurt am Main trat der Super Bowl-Champion Kansas City Chiefs gegen die Miami Dolphins an. Kansas gewann die Partie mit 21-14. Und schon vor dem Spiel war der Hype gigantisch. Frankfurt im Football-Fieber. Schon Stunden vor dem Spiel, was die Kostümierungen anbetrifft, steht es unentschieden zwischen den Miami Dolphins und den Kansas City Chiefs. Ich war so glücklich, dass ich Tickets bekommen habe. Und da habe ich gesagt, Mensch, mit meiner Freundin unterstütze ich beide Teams. Dass wir das hier in Deutschland haben dürfen, ist eine große Ehre. Mittendrin Superstar Patrick Mahomes, der Quarterback von Kansas City. Überragend startet sein Team, der Super Bowl-Champion. Ein unglaublicher Lauf von Brian Cook. Der dritte Touchdown bringt die 21-0-Führung zur Pause. Das Stadion bebt. Im dritten Viertel wird es wieder spannend. Touchdown Raheem Mostert. Miami verkürzt auf 14-21. Am Ende aber triumphieren die Kansas City Chiefs in Frankfurt. Ja, da ging's zur Sache. Das war's. Danke, Tim Rudi. Blicken wir auf die Wetteraussichten. Im Südosten länger sonnig, sonst wechselnd bewölkt. Im Norden, später auch im Südwesten häufiger Schauer, örtlich Gewitter. Lebhafter Südwestwind an der See und im Bergland mit stürmischen Böen 9 bis 14 Grad. Um 21.45 Uhr läuft das Heute-Journal mit Christian Sievers. Wir sehen uns morgen wieder. Und jetzt übergebe ich an Shakuntala Banerjee mit Berlin direkt.